Mini? Ja, einfach Mini-Kühler genommen, weil er einfach dezenter war. Und ob ich das noch drauf habe, ob das auch funktioniert, ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe das Ganze bestimmt seit 3-4 Jahren nicht gemacht. Hörst du das? Ja. Das ist unverbrannter Kraftstoff. Die Zündkerzen, keine Ahnung, wie lange die drin waren. Oh. Alter, Schwede. So. So, die erste Fahrt. Oh. Willkommen bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den Audi A3. Was wir heute noch machen, so Kleinigkeiten. Alles von KN Racing so eingebaut, wie wir das geschickt haben. Wir haben diesmal 440er Düsen genommen, nicht die 380er, die wir besprochen haben. Größeren Luftmassenmesser haben wir genommen. Luftfilter haben wir erstmal Sportluftfilter genommen, den ich noch hatte. Der ist turbo dreckig. Turbo dreckig. Passt aber. Da kommt auf jeden Fall ein neuer rein. Das Ding läuft auch. Wir können ja auch gleich starten, dass ihr ungefähr den Sound hören. Aber ihr müsst euch ja vorstellen, Luftmassenmesser ist der falsche drin und größere Düsen. Damit kommt ihr natürlich nicht klar. Vorstellen, Einzellenkalttechnologie. Die Lambda-Sonde fragt sich gerade, ey, was mache ich eigentlich hier? Hier ist einfach alles leer. Er schreit, hallo. Ey, da kommt ein Echo zurück. Du glaubst es nicht, ich habe diesen Rechner vielleicht schon seit 3 Jahren nicht angemacht. So lang? So, ich weiß gar nicht mal, wie man den anmacht. So machen wir den. Hier nochmal schöne Grüße an Jumabe, weil Jumabe hat mir diesen Koffer damals geschenkt. Das ist ein ganz normaler TÜV-Koffer, den ihr auch bei dem TÜV-Prüfer kennt, der halt mobil ist, unterwegs ist. Hier ist ein Drucker und so. Funktioniert doch alles. Das ist eigentlich nur dazu da, damit wir die Software, das heißt den Steuergerät, komplett klonen. Ich bin mal echt gespannt, ob ich das noch drauf habe, ob das auch funktioniert. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe das Ganze bestimmt seit 3-4 Jahren nicht gemacht. Locker. Ah, hier ist es auf Englisch. Warum ist das auf Englisch? Hier, Deutsch. Ist doch Deutsch. Hallo? AJQ. Und jetzt haben wir das Ganze gemacht. Und jetzt dauert das einige Minuten. Jetzt kopieren wir den kompletten Steuergerät. Auf einem Nenner. Hier seht ihr das. Was wir in Hersteller und so wie alles haben. Was wir Motor und so weiter. Der Kompressor ist ja echt sehr laut. Ja. Zündung ausschalten, Fehler löschen. Zündung einschalten. Zündung ausschalten. Auch gut. Zündung ausschalten. Machen wir. Zündung einschalten. Zündung ausschalten. Hm. Okay. Ich glaube, der will, dass du, warte, in Bewegung bleibst. Ich immer besser dran komme. Zündung einschalten. Okay. Aber nein, das ist ein 99er. Da kann man die Software nicht auslesen. Leider nicht. Der muss natürlich manuell gemacht werden. Das heißt, aufmachen und so weiter. Hörst du das? Ja. Das ist unverbrannter Kraftstoff. HC-Werte hat der bestimmt über 1000. Also, jetzt mal gucken, ob alles dicht ist. Sehr schön. Boah, was für ein Sound der hat, ne? Ja. Lass mir mal ganz kurz Gas geben. Mach mal. Ja, wir hatten ein bisschen Probleme gehabt mit der Zündkerzen, aber dazu kommen wir noch. Wir hatten folgendes Problem gehabt. Ich habe den fertig gemacht. Der lief auch sehr gut. Hab den rausgefahren, bisschen warm laufen lassen. Der hat angefangen zu rauchen und so. Ist ja normal, weil die ganzen Fingerabdrücke am Krümmer oder am Turbo sind oder an der Dompipe ist, dann raucht. Das ist ja ganz normal. Aber auf einmal lief der wie auf 2 Zylindern. Dann dachte ich mir, okay, Jonas, hast du das jetzt wirklich hingekriegt, dass der K04 einen Motorschaden hat? Okay, ich gib's auf. Ich werd Bäcker, dachte ich. Nein, es waren die Zündkerzen. Keine Ahnung, wie lange die drinne waren. Jetzt haben wir von RS4 die Zündkerzen drinne und man merkt den Unterschied, wie Tag und Nacht. Woo!
war gerade laut. Das war laut, aber du hast gemerkt, es raucht nicht so viel, ne? Ja, ein bisschen Rauch kam gerade raus. Ja, ein bisschen geht, nur aber bisschen. Nicht so viel. Nein, nicht so davor viel. War davor ja war ja extrem. Der Qual. Fragt sich der ein oder andere, ey Jonas, passt die Stoßstange eigentlich hier drauf? Das zeige ich euch gleich auch. Ja, die passt. Die habe ich noch ein bisschen bearbeitet. Ich zeige euch hier. Mit Gittereinlage. Jetzt gucken wir mal, ob der passt hier. So, das habe ich jetzt extra so gelassen, ne? Das heißt, der Originale kommt wieder drauf, den müssen okay. wir natürlich bearbeiten, ist klar. Mhm. Ich habe gedacht, das wird gar nichts, ganz ehrlich. Na. Mit so einem riesen Ladeluftkühler? Düsen und so, die Software wurde nicht angepasst, Luftmassenmesser stimmt nicht. Ja. Aber trotzdem würde ich ganz kurz... Eine kleine. Eine ganz kleine, kurz das beschleunigen. Kann ich mir vorstellen. Kurz beschleunigen. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen beschleunigen. So, die erste Fahrt. Komm schon bei 2. Achte mal, 2000. Fühlt sich nach einem guten Druck an, oder? Ja, der fühlt sich richtig gut an und richtig gesund an. Ey, wir haben noch keine Softwareoptimierung. Das, was ich mache, ist jetzt eigentlich fahrlässig. Ja, Mann. Aber ich musste das jetzt machen. Ja, wir fahren jetzt auch nicht schnell oder so. Ja. Es geht nur rein um den Druck. Oh, was geht ab? Der kommt Hammer, ne? Yeah. Also ohne so irgendwie Verlust, ne? Ganz kurz, Landstraße. Ja, aber nicht lang, bitte. Nicht zu viel. Ey, der kommt Hammer, ja? Boah, wie der kommt. Das ist echt... Also ich meine, ich bin ja schon ein paar mitgefahren. Ich muss sagen, ich bin auch voll verblüfft gerade. Aber wie findest du den Sound technisch so? Geil. Ich find's geil, was für ein Druck der aufbaut. Ich auch. Ich kurz beschleunigen. Ja. Nur erste. Aber nicht zu viel, ja? Du kennst ja den einen oder anderen Turbo. Wie gefällt dir der? Hammer. Also ich bin echt verblüfft, habe ich dir doch gesagt. Muss ich auch sagen. Also ich null bin jetzt auch Druckverlust. Richtig, das fühlt sich jetzt schon Hammer. So gut an. Ne? Also der Wahnsinn. Erste Gang war schon krank. Zweite war krank. Ne? Dritte habe ich leider nicht gemacht, aber ey. Aber stell dir mal vor, mit Optimierung. Mit was man da rausholen kann. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir fahren mit 0,6 Bar. Was passiert, wenn wir mit 2 Bar fahren? Eidosch. Echt? 2 Bar? 2 Bar. Dann das ja Dreifache. Abgehen, ey. So wie der jetzt steht, werde ich noch ein paar Sachen natürlich machen, damit der mit dir den hat. Und mit dir hat dann Zeit, wird da mal echt eine richtig schöne Softwareoptimierung drauf machen. Der Michael sollte ja die Software auch machen. Ich habe das ja versucht auszulesen, ging leider nicht. Ist ja kein OBD2, ging leider nicht. Das heißt, altmodisch, Steuergerät raus, Chip rein und so weiter, wie ihr es kennt. Mhm. Das heißt, jetzt der Liebe mit dir gefragt. Und mal schauen, was der mit hier da rausholt. Wir werden da hinfahren und den Wagen da hinstellen. Und der hat Zeit, der Liebe. Der kann sich Zeit lassen. Weil wir werden ja jetzt ein bisschen auf Bands hauen. Ne? Jetzt kommt der E500, da kommt der ML, AMG und dann kommt die S-Klasse noch. Also haben wir viel, viel zu tun. Das ja. heißt, Mai wird so ein bisschen Bands-Wochen. Ne? Eidosch, wir fahren nur eine kleine Runde. Nur noch eine kleine, ne? Kleine nicht, Runde. Nicht, dass der einen Schaden kriegt. Nein, hier. Und dann... Ja, verabschiede ich mich jetzt schon. Mit der kleinen Runde. Willst du nicht mitkommen? Ja doch, nimm mich lieber mit. Ich bin Lagerschaden geschädigt, ja, deswegen Mann. Muss ich immer diese... Einmal hören. Boah, der traumageile Sound. Jetzt komm, der soll sich jetzt mal ausruhen. Ich mach mal auf, oder? Lass den nur kalt laufen. Hallo? Was ja. macht man? Ja, ich weiß. Der ist geil. So was für ein geiler Sound der hat, ey. Ich glaube, der AMG wird neben den so wie ein Baby anfühlen. So, nee, ein bisschen wie der AMG oder ich? Der will auch ein Turbo, glaube ich. Ja, sag
sagst du was. So, lass den kalten laufen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, ich geb das. Bis dann.